Hallo und herzlich willkommen zurück. So, ich habe gleich mal, wie schon versprochen, neu geladen. Und wie ihr sehen könnt, ist die Beliebtheitsanzeige wieder normal, wieder richtig, wie sie eigentlich sein soll. Und wir sehen einfach mal, wir haben in Altstadt verschissen. Während in Olvenstedt immer noch alles richtig läuft. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt der Mauscursor auch wieder drin. Ich habe dummerweise bei den OBS-Einstellungen den Mauscursor deaktiviert. An der Lautstärke habe ich gerade noch mal ein bisschen gedreht, damit ich nicht so laut sprechen muss. Und was war noch? Genau. Ich will jetzt mal probieren, die Fehde mit den Bombergers doch mal zu... Wie sind die? Bomberger? Bromberger. So, doch mal zu beenden. Indem ich den Geld dafür zahle. Nehmen wir am besten direkt hier das Oberhaupt. Und dann sagen wir jetzt die Fehde beenden. Und ich biete dafür... Zack. Moment. 1,5 an. Mal gucken, ob sie es nehmen. Abgelehnt. Schade. Na gut, dann lassen wir es laufen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das ist sehr schön. Agnes, wo bist du? Komm her hier. Okay, Agnes, bitte mal aktivieren. So. Feierabend, was ist das? Das soll gleich wieder Ansehen sammeln. Jawohl. So, was ist hier mit den Knochen los? Sind keine Knochen da? Ja, sind noch unterwegs, gut. Wie viel Gewinn haben wir hier eigentlich schon gemacht? So ziemlich noch gar keinen, okay. So, das wurde abgelehnt, kann ich nicht wegklicken. Angestellter ist auch in Ordnung. Ja, was war da los letzte Folge? Das war ja ein richtiges Massensterben, wa? Liegt aber natürlich daran, dass das alles noch unsere ersten Angestellten waren, unsere ersten Familienmitglieder und so. Die Eva wurde hier auch verprügelt. Oh, schon wieder. Gerade noch von ihr redet. Wunderbare Kräutertinkturen. Okay, in der Hütte. Hütte. Hier. Wissen ist Macht. Das wollte ich so nicht haben. Ich wollte das so haben. Nee, dann ist es... Hä? Ah, jetzt. Fuhrknecht ist gestorben. Können wir ersetzen. So, rennt doch gleich los, der Fritz. Sehr schön. Ja, ist natürlich nachteilig, wenn das passiert und man die gerade erst noch mit einem Pferdekarren oder so ausgestattet hat. Die Gegenstände verschwinden halt einfach. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Dann ist dem halt so. Der hat hier kräftig eingekauft gerade. Flachs hat er eingekauft, ja. Dasselbe, was wir auch hier drüben eigentlich produzieren. Aber so halten wir wenigstens die Einkaufspreise ein bisschen niedriger. So. Was haben wir heute noch vor? Eigentlich ja so schnell wie möglich auf die 11.000 kommen, ne? Weil von den Gebäuden an sich haben wir ja grundsätzlich erstmal alles. Eigentlich. Davon hatten wir schon Stufe 2 gebaut, genau, hiervon auch. Ja, dann wäre jetzt eigentlich Patricia das nächste Ziel. In allen vier Bereichen. Brauchen wir 11.500 für. Das sollte jetzt eigentlich relativ zügig gehen, da wir jetzt alle drei... Dinge drin haben. Oh, Harald ist jetzt auch noch aufgestiegen. Ich bin gerade beschäftigt. Dann machen wir den natürlich noch produktiver. Geschick und Klugheit war das. Oh, Geschick braucht er mehr. Erben haben wir ja auch schon. Unterwegs zumindest. Oder ist er schon da? Ich glaube, der war schon da, ne? Stimmt, die ist nicht mehr schwanger. Stimmt, der Helmut. Der wurde ja geboren, der Helmut. Moment. Zack. Zack. Hier, der Helmut. Ich glaube, ich werde mal ihn zum Erben annehmen, oder? Gucken, was dann passiert. Ach. Das ist ja... Ja, okay. Dann ist er nicht mehr der Erbe. Okay. Ich bin gerade verhindert. Ja, dann machen wir es erstmal so. So, wie alt ist denn der Helmut? 2. Ach, und er fühlt sich dann gedemütigt... Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Oh. Okay, das hätte ich mir vorher wissen müssen. Aber gut, dann ist es jetzt halt so. Generation 2 und 3, macht mal weiter. Fuck. Oh, die hassen uns richtig hier. Ja, aber es geht nicht anders. Der Harald muss erstmal weiter produzieren hier. Ich mach mal schnell Vorlauf diesmal. Wie gesagt, wir wollen die 11.500 haben, wir wollen den Patrizierstatus erreichen. Bringt das echt nur so wenig, das Gemälde? Nee, 119 bringt das. Ja, wir machen da gute Preise, würde ich sagen.
Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Ja, macht mal immer weiter. So, geht gleich wieder 3 Meter raus. Sehr schön. Ein Angestellter, hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Hilfe! Ist was? So, du sollst nochmal Einfluss sammeln hier. Alles für unsere Dynastie. Und hier ist leider im Kräuterhaus der Derek gestorben. So, zack. Das ist der Weltrosen holen soll, ne? Hatten wir da nicht 2, die holen sollen? Was sollte ich? Weiß ich gar nicht mehr. Offensichtlich. Ach nee, Quatsch, wir hatten eigentlich mal immer 2 drin, was aber hier nicht mehr geht, weil wir da keinen Angestellten mehr drin haben. Kein Familienmitglied mehr drin haben. So, wir wurden zu etwas gewählt. Ratsbüttel ist sie jetzt. Sehr schön. Können wir gleich mal reingucken hier. Alissa ist jetzt Ratsbüttel. Könnte ich jetzt. Nee. Ja, das ist ja schade. Aber wir können gucken, ob wir Zeugmeister werden können. Ah, brauchen wir den höheren Titel. Den Patrizier. Stimmt. Das hatten wir ja noch nachgelesen. Jetzt könnten wir bei Alissa aber mal gucken. Ich bin gerade verhindert. Na, außer dass sie jetzt das Amt niederlegen kann, hat sie keine neue Aktion hinzubekommen. Okay, das wird dann also wahrscheinlich wieder dann zum Gerichtsverfahren kommen und wir werden dann ja abstimmen, was auch immer. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es ja leider noch nicht gepatcht. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich bin da echt schon gespannt drauf. Auf das Amtssystem und Gerichtssystem-Patch und dann danach das Handelsrouten-Patch. Also da bin ich mega gespannt drauf. Oh, das ist super. So, jetzt müssen wir leider hier ein bisschen Zeit vergehen lassen. So, die Frau ist 47. Wir achten jetzt mal drauf. Wenn gleich der Herbst kommt, müsste er dann 1453 sein und sie dürfte nur 48 werden. Oh, das ist sehr schön. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Oh, jetzt muss ich mal gucken hier. Da hat er normalerweise 3. Ach, wir brauchten Klugheit und Geschick, ne? Ja. Dann soll er nochmal Geschick bekommen. Oh, wie lange dauert denn das jetzt noch? Oha. 24 Ingame-Stunden sind das. Das ist schon heftig. So. Und es ist 56. Ich bin gerade verhindert. Und sie ist jetzt 50. Tja. Damit muss ich jetzt doch meine Aussage wiederholen. Purple Lamps, bitte korrigiert das. Ihr seht es ja in meiner ersten Aufnahme zu dieser Karte jetzt hier. Mit der Version 0.7.5. Ich habe es eingestellt, dass nur 1 Jahr vergehen soll. Pro Jahreszeit. Es lief auch anfangs so, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Oder lief es doch nicht so und ich habe es nicht gesehen? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das ist schön. So, aber ihr seht, wir sind jetzt schon bei 8.500. Also es geht jetzt schön schnell, jetzt wo wir mehrere Betriebe zu stehen haben. Und ich finde es doch gar nicht mal so verkehrt, dass wir hier weiterhin Kräuterhütte und Kräuterhaus zu stehen haben. Auch wenn ich gerade sehe, dass die Dynastie hier... Können wir ein Gebäude anzünden? Scherge. Ich hab nichts gemacht. Na, ist ja gut, Helmut. Helmut, kannst du Gebäude anzünden? Das nicht, aber du könntest Flöhe freisetzen. Ah, eigentlich müsste ich ihn ja auch mal zur Schule schicken, aber ich will jetzt unbedingt mal den nächsten Rang freischalten. So, Hans, komm mal her hier. 44% nur. 57%. Dann probieren wir es nochmal da, oder? Ja, komm, hier. Zack. Kriegst du wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte. Können wir dich ein bisschen klüger und charismatischer machen, weil das ist ja dann auch wieder deine Aufgabe, sobald du dran bist, einen Erben ranzuholen. Oh, 9.000 bereits. Sehr schön. So, da kommt Helmut angestolzt. Oh, ich sag's ja, in jeder Aufnahme habe ich einen Versprecher drin. Das ging leider schief, oder? Nee, es hat funktioniert. Er ist benommen. Und dann schmeißen wir gleich nochmal einen Stein. Ich mag nicht. Ein Angestellter hat einen neuen Beruf. Fehlschlag. Ich mag nicht.
Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. So, jetzt müssten wir mal gucken. 104. Wir könnten allerdings auch Flöhe freisetzen. So. Ach, nö. Das habe ich ja alles mal auf. Hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das hatte ich ja alles mal offscreen gemacht. Das möchte ich euch jetzt mal so zeigen hier. Ihr Ups. Wisst? Nee, nicht der Scherge. Was wollt ihr erledigen? Agnes. Die soll ruhig nochmal Einfluss sammeln. Und da sind wir schon bei über 10.500. Fast 11.000. Es läuft, Leute, es läuft. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Und was ich auch mal gucken wollte jetzt im Kassenbuch. Amtseinkommen 6.000. Als Ratsbüttel? Moment. Hä? Nee, dann kann das so nicht mehr stimmen hier. Oder, hä? Moment. Ach, das ist auf insgesamt gerechnet. Ah, wenn ich das jetzt also hier runterziehe, dann ist das hier pro Jahreszeit. 500. Okay. Aber sehen wir das auch mal so. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, also, dass wir hier kein Einkommen haben, ist natürlich klar. Wir dürften sogar noch ein Gebäude bauen, wenn wir das wollten. Aber ich wüsste gerade ehrlich gesagt nicht was. Ja. So. Unsere Ratsbüttel. Alissa. Kann ruhig mal geschickter werden, weil sie stellt ja die Knochenarmreife her. So, mein Junge, wo bist du denn? Hier. Ach, ich will immer einen Rahmen drum ziehen, das geht gar nicht. Spielen wir was zusammen. Was, hat er selber die Flöhe abgekriegt? Na lol. So, wie sieht das hier aus? 44%? Der steht immer noch da. Dann schmeißt du da nochmal Steine drauf. Oh, 210. Und, ach, stimmt ja, das zieht ja wieder ein. Ah, das vergesse ich jedes Mal. Es zieht jetzt noch mehr runter. Ah! Ah gut, der ist so mit zwei anderen verfeindet. Vielleicht sind die bald als nächstes ausgelöscht. Na gut, dann, hat er jetzt einen Stufenaufstieg? Sehr schön. Da machst du mal dich nochmal klüger. Das ist sehr schön. 444, das ist super. Ja, dann kannst du wieder nach Hause. Ach nö. Doch. War doch die 2, ne? Nee, war es nicht. Die 1, bitte. Danke. So. Agnes? Agnes? Eine Aufgabe für mich? Das ist das Ziel. Moment, Agnes. Hallo, Agnes. So, geh bitte nochmal einfach sammeln hier. Klasse, endlich wieder was zu tun. Und jetzt können wir, nachdem wir ein bisschen rumgespielt haben... Glückwunsch, euer unermüdlicher Tatenmann hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Patrizierin. Patrizierin sogar, ah. Ach ja klar, weil Alissa das Oberhaupt ist, ah... Wir könnten jemanden beleidigen, jemanden auf Fernreise schicken. Das wäre mich jetzt mal eine Überlegung wert, einfach mal zwei Geschwister zu haben. Gebäude könnte man auch auskundschaften. Das würde dann was bringen für Beweise sammeln teilweise auch. Hier können wir für 20.000 jemanden bestechen, um 3.800 Einflusspunkte und 600 Erfahrungspunkte zu bekommen. Lagerhaus bauen und Zugriff auf Ämter der mittleren Ebene. Das heißt, wir können uns jetzt bewerben. Das mache ich gleich mal. Mittlere Ebene. Machen wir mal Zollmeister, wa? Derzeit keine Wahlen. Okay. Marktwurt darf ich wahrscheinlich nicht. Oh, doch, ich dürfte Marktwurt. Dann machen wir hier die Bewerbung zum Marktwurt. 170 Einfluss, machen wir. Jetzt nehme ich mal einen Schluck Wasser. Spatz, spatz. So. Die Bewerbung läuft, dürften wir hier... Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Wer denn? Ah, Bromberger. Wie vermutet? Ein schwerer Schneesturm wütet im Land. Das sind doch alles nicht die Jüngsten hier. Achso, Krankheit überlebt das hier. Oh Gott, ich habe gerade gesehen, es kostet 10.000 Gold, jemanden auf Fernreise zu schicken. Oh. Aber ich bin wirklich mal überlegen, ob ich das wirklich mache, weil ich hatte noch gelesen in den letzten Update-News,
dass bei der Fernreise es passieren kann, dass jemand einfach stirbt und verschwindet. Ohne Meldung, ohne alles. Deswegen möchte ich wirklich nur mal sicher gehen und dann lieber bei der nächsten Generation noch Geschwisterchen jetzt ranziehen. Jetzt nicht, bitte. Was bedeuten würde, dass Harald noch mal kurz nach Hause muss? Und Agnes auch. Sobald Agnes hier fertig ist, sie gerade fertig? Sie ist gerade fertig. Dann schicken wir Agnes erstmal nach Hause. Jawohl. Euer Ansehen ist gewachsen. Das ist sehr schön. Wie sieht's denn gerade mittlerweile aus? Naja, es erholt sich. Wenn auch nur langsam, aber es erholt sich. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Okay. Ja, zum Glück haben wir noch einen Schergen dabei. Ihr habt den Kampf gewonnen. Ja, Familie Polter. So, und damit hätten wir jetzt hier wieder einen Beweis mehr. Ach, wollen wir es nochmal probieren? Ja, na ja, klar. Gut, Ich bin schon ganz schön groß. Nee, nicht Helmut, Agnes. Ich bin gerade beschäftigt. Zack. Geh bitte nach Hause. Danke. So. Harald ist gleich wieder fertig mit dem Gemälde. So. Ein Angestellter hat nach Hause. Wieder was zu tun. Oh. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Es kommen so viele Meldungen rein. So, Harald ist sogar schon zu Hause. Das ist auch sehr schön. Dann gucken wir doch mal, ob wir nochmal Erfolg haben, die beide. Und dabei putzelt unser Guthaben wieder hoch. Das ist so schön jetzt. Schwangerschaft, sehr schön. Klasse. Ab nach Hause mit dir. Was zu tun. So, dann wirst du wieder schön Gemälde herstellen. Und wir können uns jetzt schon mal umgucken nach den nächsten Stufen hier. Wir könnten die Alchemie jetzt also auf 2 für 6,5 bauen. Oder Medizin. Hm. Oder Apotheker. Oder Schriftgelehrter. Jeweils für 6,5. Okay. Aber würde ich sagen, machen wir, ne? Aber vorher noch die Agnes wieder hier rüber schicken. Die ist ja wieder schön. Es geht schnell. Ich kann einfach sammeln. Und wir haben wieder eine Gerichtsverhandlung. So. Wir sind als Ratsbüttel jetzt an der Seite vom Torwächter Franz. Und angeklagt ist aber Magdalena Polter, eben weil sie uns gerade angegriffen hat, vermute ich, ne? Bin beschäftigt. Tja, also... okay, jetzt geht's los. Oh, das sieht aber schlecht aus, Magdalena. Das sieht ganz schlecht für dich aus. Ihr werdet geachtet. Ach, ich kann selber... Ach so. Ich bin gerade beschäftigt. Habt ihr gesehen? Ja, ich kann hier also... Ich kann hier gerade... Jetzt müsste ich ja mal gucken. Polter, Familie, Magdalena. Habt ihr mir etwas anzubieten? Nee, steht jetzt nicht drin, dass sie in Haft wäre. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war ja jetzt eigentlich ihre Strafe, dass sie inhaftiert wird, ne? Achso, sie macht das gerade noch. Ach, jetzt ist sie fertig. Jetzt kann sie nochmal durchsingen. Aber hier, seht ihr das? Seht ihr das? So muss das laufen. Und gleichzeitig hebt das auch unsere Beziehung zu den anderen Dynastien. Jetzt sind wir hier bei nur noch 93 minus. Oder? Ist das von uns gewesen? Ja, von uns. Leider ist das nicht so, dass ich mir anzeigen lassen kann. Nee, das nicht. Also ich kann es nur an diesen kleinen Symbolen da sehen. Oh Gott, die haben ja eigentlich mal mit jedem Krieg gerade hier. Krass. Tja, haben sie Pech gehabt, ne? So. Ja. Oh, können wir wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Solange jetzt nicht wieder 1000 Meldungen auf einmal kommen. Und da steht da schon wieder jemand und prügelt sich. Dorothea und Ulrich haben sich geprügelt, okay. Nur aus Interesse? Ah, schade. So, hier hatten wir es ja schon gesehen. Hier auch nochmal reingucken. Na, schade. Okay. Was ist hier los? Stufenaufstieg? Bin beschäftigt. Ach, Harald. Sehr schön. Bin beschäftigt. Dann, ja, wirst du jetzt mal aufmerksamer. Ein schwerer Schneesturm wütet im Land. Weil vielleicht lassen wir ihn dann auch mal... Das kitzelt. Oh, schon 10 Jahre. Los, biegst mich nochmal. Seine Werte waren ja nicht verkehrt, ne? Wollen wir ihn zur Schule schicken?
Obwohl, wahrscheinlich wird er derjenige sein, der auf Fernreise geht. Nein, dann schicken wir ihn nicht in die Schule. Ist halt eine Schade, dass er jetzt auch nicht prahlen kann. Er könnte jemanden beleidigen. Das machen wir aber lieber nicht. Huch. Das kitzelt. Das kitzelt. Nee, los, dann pieks mich noch mal. Lassen wir das mal. So, Agnes. Ja? Ja. Wir brauchen wieder schönen Einfluss hier. Während wir einfach auf das Geld warten erstmal. Ah, da hat's wieder gepurzelt. Ah, ja, ist gut. Aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich viel lieber einen Becher Wein trinken, als mir die Hände schmutzig zu machen. Ja. So, und ihr seht ja wirklich, also es ist wirklich entscheidend, wo man das macht und zu welcher Tageszeit vielleicht auch noch, weil nachts oder wenn Feierabend ist, laufen natürlich nicht so viele Passanten vorbei. Die Fuhrknechte und die Dynastieangehörigen sind da jetzt nicht so entscheidend. Oh! Wir wurden zum Marktvogt gewählt. Sehr schön. Einstimmige Entscheidung. Moment. Achso. Das ist natürlich sehr schön. Marktvogt hier oben. Da können wir doch gleich mal gucken. Ah, dafür brauchen wir den nächsten Titel. Na gut. Aber wir klettern langsam, aber sicher immer weiter höher. Dürfte ich jetzt mit jemand anders? Nee. Schade. Es geht immer nur mit dem Oberhaupt. Hm. Weil es ist ein bisschen schade, weil ich hätte schon gerne dann wenigstens noch Harald hier auf der Zwischenstufe gehabt, damit wenn Alissa irgendwann mal weg sein sollte, er sich hochwählen lassen kann, weil er muss ja vorher Ratsbüttel wenigstens gewesen sein, um zum Marktvogt gewählt zu werden. Hm, hier Zeugmeister? Geht auch nicht. Schade. Na gut. Dann geht's jetzt halt erstmal nicht anders, dann müssen wir es so laufen lassen. Und dann mal gucken, wo denn hier die Knochen bleiben. Die Produktion wurde unterbrochen. Wo? Was darf ich für euch tun? Hier, eine Tinkturerei, okay. Weil? Ach hey. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ja, warum ist denn da überhaupt Jasmin? So. Jetzt müsste ja wieder produziert werden können, oder? Ja. Ach, der kauft Jasmin ein? Warum kauft der Jasmin ein? Nee, er verkauft das jetzt. Ah, okay. Ach, so kann ich ihm auch sagen. Ah, okay. Das ist auch gut zu wissen. Verdammt. Ah, gut. Ja, die Wildrosen, die jetzt eigentlich nicht so wichtig sind, werden aber auch gut verkauft. Dass halt nicht zu viel da ist. Das ist super. Gut, aber es läuft, ne? Wir haben jetzt schon wieder 9000. Nice. Dann werden wir doch gleich mal die nächste Stufe freischalten. Und ich denke mal, da wir Apotheker und Schriftgelehrter schon jeweils Stufe 2 haben, gehen wir jetzt mal auf Medizin. Zack. Und dann können wir uns ja hier... Moment, wo steht sie? Warte mal. Wo haben wir... Habe ich das noch gar nicht gebaut? Ja. Wir haben noch gar keine Heilerstube gebaut gehabt die ganze Zeit über. Das ist ja frech. Dann bauen wir jetzt noch ein Krankenhaus. Ja, mach ich gleich hier hin. Jemand mag euch nicht. Ist doch nicht mein Problem. Uta ist geboren. Boah, die ist aber super geschickt und charismatisch. Dafür nicht so klug und aufmerksam und Kraft auch wieder nur 2. Hängt alles mit den Eltern zusammen. Deren Attribute werden vererbt teilweise. Also nicht zu 100%, aber teilweise. Ist ja schon mal gut zu wissen hier. So, dann werden wir die Uta wahrscheinlich doch mal zwischendurch zur Schule schicken. Obwohl, ich weiß nicht. Ein neues Gebäude wurde errichtet. So. Okay. Da ist dann wohl schon eine Geburten... Station eingerichtet worden. Wir können ja hier noch einen Angestellten hinzuholen. Ich glaube, das mache ich dann auch gleich mal, sobald Harald hier fertig ist. Das geht schnell. Dann machen wir jetzt noch einen Angestellten dazu. Dann soll er die Gemälde herstellen. Ich bin der Meister. Und Harald wechselt jetzt rüber ins Krankenhaus. Ich eile.
Dupp-di-dupp-di-dupp. Zack. So, was können wir denn hier schön herstellen? Verbände. Schmerzmittel. Später Wunderkur. Okay. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir erstmal ein Fuhrknecht. Und einen zweiten Angestellten. Und dann produzieren wir einfach mal beide Sachen. Gut. Ihr wisst genau, wo die Grenze zwischen Genialität und Wahnsinn liegt, Meister. Gern geschehen. So, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Amtswahlen, Ratsassistent. Ich bin der Ernenner dafür. Aha, 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 aha. Lothar. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir dann da jetzt wieder wie beim Gerichtsverfahren etwas haben, weil dann würde ich da natürlich dagegen stimmen. Weil ihr seht's ja. Feind! So. Bin ich ja mal spannend. Ja, da geht Stoffe kaufen, okay. Aber geht der jetzt auch die anderen Sachen kaufen? Gute Frage. Ach, momentan noch nicht, weil der Angestellte, der das herstellen soll, noch nicht... Ach doch, jetzt geht das kaufen, okay. Gut. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Wer? Wo und warum? Ach, hier unten. Ja, das sollte auch schaffen. Denke ich. Ne? Ja, immer fest im Buch da. Ihr habt den Kampf gewonnen. Ja, super. Aber sag mal, die Agnes. Mich immer anzuklicken. Hatte ich der nicht noch? Ach nee, Quatsch, die haben wir ja so dazu geheiratet und die hatte ja schon den Kettenpanzer. So, komm doch mal her hier. So. Damit wir da in Zukunft safe sind, kriegt sie jetzt auch einen Streitkolben. Aber irgendwie wird es immer weniger hier, ne? Mhm. So, zack, 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 zack. Sicher. So, und ich werde mal wieder Gebäude reparieren müssen. Ja, wird schon wieder Zeit hier überall. Das haben wir frisch gebaut. Ja, war überall schon wieder ein bisschen was runter. Dann noch hier hoch. Nee, das ist... Das ist unser... Jo. Und hier auch nochmal. Zack. Und wir gehen weiter hoch. Also ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen. Bevor hier wirklich die Performance einbricht. Ich bin jetzt ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ich bin jetzt nebenbei auch am Hochladen. Also könnte es interessant werden. Ach, hier ist ja auch eine Buchdruckerei. Okay. Eine freie. Ah, die sind immer so teuer. So, wie sieht es denn aus hier? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ach, man sollte natürlich auch mal einstellen, dass es mindestens 10 hiervon sein sollen. Und davon... Ah, nee, hier braucht man diesmal nichts einzulagern. Stimmt. Ah, da hat er schon die ersten Sachen hergestellt. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Neuen Berufsgrad erreicht. Immer sachte. So, im Kräuterhaus ist Ilse Gunde gestorben. Das war dann die, die den Ausdauertrank hergestellt hat. So. Mache mich ans Werk. Genau, viel Spaß, Julia. So. Was ich jetzt nur nicht verstehe. Eigentlich war es immer gildetypisch, dass wir nicht einfach bloß Waren hier herstellen und verkaufen, sondern dass einer oder zwei oder drei, je nachdem wie viel man einstellt, die Behandlungen machen. Also Geld dafür bekommen, dass jemand hinkommt und sich behandeln lässt. Das war eigentlich immer noch das Hauptaugenmerk. Also auch hier in Gilde 3, das hatte ich am Anfang schon, das haben sie jetzt aber momentan erstmal geändert. Ich bin mal gespannt, ob das wieder rückgängig gemacht wird. Das war eigentlich ein schönes System, weil dafür baut man ja ein Krankenhaus, ne? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Oh, hier ist wieder einer gestorben. Junge, Junge, Junge. Diesmal in der Kräuterhütte. Ihr wünscht? Ja. Verdammt. Was darf ich für euch tun? Was holst du? Achso, klar, Flachs. Warum verlässt du das Menü?
So, hier, Flachs. Zack. Mache mich ans Werk. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Da meckert hier schon wieder mein Timer, dass die 30 Minuten schon wieder rum sind. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Oh, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag natürlich erstmal. Oh, was wird denn hier gemacht? Die KI baut was aus. Ah, nee, die reparieren nur. Hier ist ein Ratsassistent. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Oh, Polter. Polter die Polter. Haha. So, 93. Wir müssten uns noch mal ein bisschen beliebter machen hier. Hier bin Agnes, ich. Komm mal her. Ihr werdet Zack. Stolz auf mich Kann sein. Mal gucken, Beliebtheit. Ah, schaut mal, Altstadt. Da sieht es langsam wieder gut aus. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Und hier sinkt es einfach nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das festhängt oder ob das einfach daran liegt, dass wir da früher so extrem viel gemacht haben. Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Dass wir da jetzt mehr oder weniger ein Overkill erstmal drin haben. Oh, das ging schief. Warum? Hm. Sicher. Probieren wir es einfach nochmal. Ihr seid ein öffentliches Ärgernis. Aber ich habe doch nichts gemacht. Alles wieder wegklicken hier. So. Ah, okay, die nächsten 6,5. Oh, die nächsten 6,5 stehen bevor. Tinkturerei. Ist der Hugo gestorben? Okay. Das ging aber schnell. Dann war er wahrscheinlich nicht mehr der Jüngste. Oh Gott. Und welcher war das? Oh je. Moment, jetzt muss ich gucken. Warte mal, die Claudia hier, was holt die? Die holt die Wildrosen. Ach, dann war das der, der den Weingeist herstellt. Warum schließt der das schon wieder? So, Tinkturerei, Weingeist. Was sollte ich nochmal tun? Weingeist. Gut. Aber komm, die 6,5 machen wir jetzt noch fertig hier. Dann können wir wenigstens schon mal das nächste Mal freischalten. Das ist jetzt aber nicht nett. Und schon wieder sie. Ihr Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Habt ihr eine Aufgabe? Ich kann gerade nicht. Tja, das ging jetzt natürlich sehr flott. Die stehen hier schon wieder Schlange, wa? Die wollen schon wieder alle aufs Maul haben. Alles für unsere Dynastie. So, war das hier los? Amtswahlen. 68, also in der nächsten Jahreszeit. Also der zählt hier auf jeden Fall 4 Jahre. 4 Jahren. 4 Jahre gleichzeitig sogar. So. Da sind die 6,5 weg. Mist. Die waren gerade noch mit 7 da. Das ist wieder irgendwo ein Einkauf gewesen. Alles für unsere Dynastie. Jemand mag euch nicht. Aber warum? So, na komm schon. Gib mir doch schnell die 6,5. Das machen wir noch hier in der Folge, ne? Oder? Da. So, dann schalten wir jetzt noch die Alchemie Stufe 2 frei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich die Alchemistenwerkstatt ausbaue. Und wir da mal gucken, was so alles machbar ist und wie wir es dann alles wieder umstellen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Ciao.